Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit oder Partners in Time. Wir sind, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das, ich glaube in Toad City. Im letzten Part sind wir nämlich hier angekommen. Da ist ein Raumschiff runtergefallen und wir werden direkt angegriffen von einem Roboter. Okay, das hinterfrage ich nicht mal, einfach so jetzt. Hier, krieg zurück, Junge. Boah, den Roboter haben wir jetzt. Nein. Oh. Ich glaube, den Roboter kriegen wir schnell hin. Nein. Die sind halt so hartnäckiger. Okay, der war jetzt tot. Oh, eine Kugel für Mario, für mich. Ja, wir haben im letzten Part ist eigentlich was Kurioses passiert. Wir sind im Mutterschiff der Schwups gelandet und wurden irgendwie runtergefallen. Irgendwie, wir haben das Geheimnis um die geheime... Aua. Okay. Der hat mich einfach jetzt so abgeworfen. Aber egal, das nehme ich jetzt hin. Und dann haben wir versucht, die geheime Quelle der Schwups zu ermitteln, was deren Stärke macht. Und nein, die Babys. Die Babys. Oder die Animals. Ah, roter Panzer. Und nur noch einer. Ich wäre so freiwillig ein... Nein. Wir greifen normal an. Einfach normal angreifen. Oh, der geht an Luigi. Hier, du bist zurückgeschenkt. Ja, das ist etwa so passiert. Und dann wurden wir in die Luft gelassen quasi und sind jetzt hier gelandet und müssen jetzt einen Weg zurückfinden. Wir haben auch davor gegen Bowser gekämpft und natürlich gewonnen. Und ja, wie sich herausgestellt hat, war Prinzessin Peach nicht Prinzessin Peach, sondern, ja, was würde man sagen? Sie war Prinzessin Schrub. Oh, Luigi wurde angegriffen von hinten. Jetzt kriegst du einen zurück. Aua. Du, ein Toll. Das heißt, das reicht. Irgendwie lädt das ein bisschen mich zu langsam. Der Emo. Ich sehe gerade nebenan, wie das... Okay, wir wurden direkt angegriffen. Ich werde am liebsten direkt einen Doppelangriff starten, aber... Naja. Abwarten und Tee trinken, wir werden jetzt einfach mal... Der geht an Luigi. Au! Scheiße. Au, scheiße. Falsches Knöpfchen gedrückt. Okay, das muss ich jetzt hinnehmen und weiter angreifen. Wenigstens haben wir den schon mal jetzt weg, das reicht mir. Oh, der geht an mich. Hier, zurück. Für den Absender natürlich. Wir haben auch den beiden neuen Ohren gegeben. Das ist interessant. Mario hat, glaube ich, also Mario nicht, aber... Aua. Was ist denn los mit den Roboter? Ich glaube, die Babys haben einen Ohren bekommen. Ich weiß nicht, weil ich habe das erstmal vor letzter Woche aufgenommen. Ja, ich gebe mal Pilze. Ich habe ja reichlich eingekauft. Okay, jetzt. Okay. Das ist ein Trick, den muss man nämlich so machen. Zack. Das ist nur für die Babys geeignet. So, die können nämlich hier hochspringen, dann können sie rüber. Okay, so. Denn es gibt bestimmt drüben etwas, was man gebrauchen kann. Oh. Notangriff. Hm, interessanter Ohren. Den gucken wir mal gleich an, für wen der gut ist. Wunderpanzer, Pilze. Notangriff. Richtet großen Schaden an, wenn du weniger als ein Viertel KP hast. Ja, Luigi hat neuen Ohren bekommen. Genau, Baby Luigi. Und zwar den Heilohren. Ja, er hat einen Heilohren bekommen. Der wird aber im Endeffekt nur dann was bringen, wenn die Babys alleine, also quasi zu zweit unterwegs sind und nicht zu viert. Interessant finde ich, aber ob das was hilft später. Okay. Jetzt müssen wir gucken.
Also, wir haben jetzt hier fast alles leer geräumt. Oh, das neue Haus, das gehen wir auch mal uns angucken. Wir sind heute nur ein bisschen am Durchschauen, weil wir suchen jetzt erstmal einen Weg raus hier aus der Hölle. Und danach geht's weiter. Ihr seht, Mario hat ziemlich hohe eine KP. Das hat damit zu tun, weil Mario einen Orden trägt, der auch die KP steigert. Oh, der geht an Luigi. Und schon wieder daneben. Naja, egal. Wir werden ihn trotzdem jetzt besiegen. Das wird jetzt... das war knapp. Das macht ihn nämlich kaputt. Im Endeffekt ist das so aufgebaut, dass wir hier dual arbeiten. Okay, der geht drüber. Wir gehen trotzdem mal hier hin. Die Babys. Die müssen auch noch ein bisschen was tun. Denn hier gibt es bestimmt was. Pilster. Ich sehe schon was. Okay. Jetzt gehen wir mal so rum. Oh, wir sind jetzt in der Gartenanlage von denen. Oh, scheiße. Nur 40 Münzen. Vielleicht hätten wir da mehr rausgeholt. Oh, ein Ultrapilz. Sehr schön. Ne, waren jeweils 4. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und jetzt müssen wir die Babys quasi trennen. Das hört sich jetzt fies an. Quasi jetzt müssen die nämlich hier hin. Und wir müssen jetzt anders lang. So. Das war ein bisschen knapp. Ein bisschen auch fail-mäßig. Ich werde es haben, das hier in 2 Parts durchzumachen. Also wir werden das jetzt in 2 Parts hier durchmachen. Ich werde die Babys jetzt erstmal im Haus lassen. Ne? Und werde jetzt mit den beiden weitermachen. Ja. Ich werde jetzt erstmal alles nur mit den beiden erstmal fertig machen, bis wir zu der Stelle kommen, wo die Babys jetzt wichtiger sind. Das heißt hier. Ab hier, da lasse ich jetzt die beiden hier nämlich stehen. Zack. Und jetzt gehen die Babys los. Oh. Was haben wir denn hier für neuen Gegner? Das ist ein Skelpoki, okay. Oh geil, ja, ich kann mir... Ja, seht ihr, das ist der Heilorn. Der sorgt dafür, dass Luigi sich... Aua. So, jetzt können wir mal wenigstens Schaden anrichten, hoffentlich. Aha. Okay. Aua. Das nervt. 1. So, jetzt kriegt ihr wieder 5 wieder zurück und immer wieder weiter geht. Wenn es nicht lecken würde. Aua. Aua. Ich glaube, wenn es nicht so derbe lecken würde. Also es leckt ein bisschen, das weiß ich nicht warum. Werde ich besser treffen. Der geht an meiner Richtung. Zack. So, jetzt können wir mal Schaden anrichten. 24. 22. Oh, der verträgt schon einiges. So, jetzt haben wir es gut gemacht. Oh, weitere 3. Ja, gegen die sind nervig. Ich glaube, bei den Seiten der Babys ist es sowieso ein bisschen weniger mit den Gegnern, nämlich weil ich glaube, ab dem Punkt werden die Babys ein bisschen vernachlässigt. Jo, endlich. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich bin nicht so der Experte in der Richtung. So. Gib Luigi auch noch einen. Zack. Wir haben ja genug. Ah, ich hab's doch gewusst. Das, wie ich es gesagt habe. So, wir werden uns hier erstmal verstecken. Ach, das sind diese... Oh, das sind die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Diese...
Ich würde mal sagen, die sehen so niedlich aus, aber diese können so nervend sein. Komm, es sind 80. Ja, Scalepookie, nee, komm, heute nicht. Ja, dann machen wir hier das Rätsel. So, jetzt öffnen sich die Tore. Wir werden jetzt erstmal weiter mit den beiden machen. Ich wundere, blablabla. Wäre nachsichtig, würde ich dich anmerken, blablabla. Okay, nee, gibt's einen vierten. Laut meiner Analyse steht die Aktivität des Kuppelstellen in Verbindung mit dem Sternenhügel. Meine Sensoren zeigen einen Pfad zum Sternenhügel in diesem Dorf an. Aber ich bin erstaunt über dieses Signal, der Kobaltstern übermittelt. Ich habe keine Hypnotisierung. Oh ja, Sternenhügel ist riesig. Ja, wir haben nur drei. Wir kriegen aber jetzt genau zwei. Zurück zum Abenteuer. Wir gehen erstmal hier weiter. Wir richten hier ein bisschen Schaden an. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ich will mal gucken, ob es hier noch was gibt. Besonderes. Hallo, Paradusei. Ekelhaft. Einfach weiter. Wir werden jetzt mit dem Schnur noch mit den beiden weitermachen. Oh, da müssen wir nochmal nachher mit den Babys hin. Okay. Ich werde es jetzt mal euch mal präsentieren, wieso ich diesen Gegner als nervig finde. Auf geht's. Wie ihr seht. Er wird sich auf den immer errichtet sich. Die sind nämlich sehr schnell. Man kann sie nämlich nerven ein bisschen später. Aber jetzt seht ihr. Deswegen sage ich, sie nerven. Aber man kann sie auch schnell zerstören. Das hat so diesen feinen Trick. Weil jetzt okay. Nein, er richtet keinen Schaden an. Sehr schön. Man kann sie auch während des Angriffs nerven. So in etwa. Das sind Zufälle. Eigentlich sind sie Level up für Mario. Boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt Oh, ich sehe hier mehr Mario kriegt kaum Angriff. Das ist schade. Komm, wir geben jetzt Luigi KP. Oder Verteidigung. Ich glaube, ein KP wäre besser. Oh. Scheide, Kleister. So. Und der nächste Gegner. Ah. Wenn wir das genau machen, was der macht. Thank you.
So, da bin ich wieder. Mein Mikro hat eine kleine Pause eingelegt. Ich war jetzt bei der Parahose. Und die würde Mario nichts bringen. Die würde aber Luigi was bringen. Und zwar richtig viel. Ob die Parahose wirklich so gut ist? Sie würde die... Wir nehmen Parahose. Sternhose haben wir Luigi gegeben. Wird nur den Angriff erhöhen. Mario bringt das nichts Großartiges. Nein. Und allein bei Parahose für Luigi. Wir finden vielleicht schon eine bessere Hose später. Aber jetzt mal hier. Könnte man mal machen. Okay, wir kommen hier nur rüber, wenn wir hier das geschicklich machen. Ach komm. Flauschige Pelzkugel. So. Ach, Parallel. Von denen kriegen wir ein bisschen zu viel, finde ich. Ich mach's für Geld. Aha, sehr schön. Ich bin geldgeil. Ja. Nein, keine Lust. So. So, dann könnte ich mal sagen, jetzt müssen wir nur noch auf die Babys warten. Und die Babys sind jetzt dran. Okay, jetzt mit den Babys wird's ein bisschen bestimmt einfacher. Es ist wieder so ein kürzerer Weg. Ja. Wir haben es wieder kürzer. Finde ich auch gut so. Einfach jetzt in die Erde vergraben. Ja, hat mich uns nicht gesehen. Ah, wieder Geld. Geld, Ultratau. Okay. Ja, das Mikro ist kurz, hat mal kurz Pause gemacht. Wegen, keine Ahnung. Und jetzt macht mein Bildschirm auch nochmal eine Pause. Ah. Jetzt kriegen wir die übelsten Gegner hier. Und zwar beide. In beider Richtung. Aber ich kümmere mich jetzt um den Pelzknoll hier. Kriegt ganze 20. Meine Fresse. Hat er die Fellkugel? Kann schon was. Okay, Richtung jetzt üben. Aua. Ah, schade. Ja, um den
kümmern uns später um den, boah, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Schade. Ich glaube, Baby Mario geht bald down. Okay. So. Ja, endlich weg. Ich glaube, die Babys kriegen, stehen auch kurz vom Level ab und ich glaube, die kriegen auch ihr Level Up jetzt. Nein, Feuer. Ich habe eine bessere Idee. Wir opfern einen scheiß dummen Panzer. Damit wir hier ihn ein bisschen Schaden drücken können. Wunderbar. Und das war auch der Effekt von der anderen Hose, die Louis Baby Mario trägt. Die trägt nämlich dieselbe Hose wie Mario, diese X-Angriffshose. Denn die ist eigentlich, finde ich, die beste Hose für Baby Mario und Mario selbst. Denn, ja, ich würde mich jetzt hier erstmal einbuddeln. Felskrugel, nein. Ich finde, oh, Paradieseier wieder. Sehr interessant. Was haben wir hier? Ach, Super Tau. Sehr interessant. Brauchen wir vielleicht. Wo geht's denn hier lang? Oh, eine Bohne, die nehme ich natürlich mit. Ist wichtig. Eine große Bohne. Okay, jetzt können wir uns um das nächste Ding ran schmeißen. So. Jetzt würde ich aber sagen, wir haben genug aufgenommen für den ersten Part. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit oder Partners in Time. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Natürlich mit einem Daumen hoch und wenn er euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und wenn ihr mal zur einfachen Verlinkung kommen wollt, zu den nächsten Parts oder den letzten Folge oder zur Playlist, habt ihr sowohl in der Videobeschreibung drei Links als auch oben im Video selbst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Parts und der nächsten Parts. Bis dann und ciao, Leute.